Herzlich willkommen zu Volker Schulze und Heiko Gerler von der Firma Axia. Die Hi. ist Axia? Oder habe ich das falsch ausgesprochen? Spreche ich das richtig aus? Sie Axia? ist perfekt. Siehst du? Hervorragend. Die mit uns heute ein bisschen über den Tellerrand der DSGVO hinausschauen wollen, nämlich da, wo das deutsche Datenschutzrecht und das deutsche Mitbestimmungsrecht Mitarbeiterdatenschutz vorsieht, der teilweise spezieller ist als die DSGVO und damit vorgeht. Und die Firma Axia hat dafür eine App entwickelt namens Unview und die hilft dabei, diesen Mitarbeiterdatenschutz in Jira umzusetzen. Und damit ohne weiteres Geschwätz zu euch und zu eurer Präsentation. Und ich werde einfach verschwinden und wir sehen uns auf der anderen Seite. Damit zu euch. Also erstmal danke, Jörg, dass wir zu dir virtuell nach Hause kommen dürfen in das grandiose Studio. Ich denke, wir machen jetzt ganz kurz, der Volker wird euch kurz Axia vorstellen, danach stellen wir uns vor und ich persönlich werde dann sozusagen übernehmen und die Details zum Thema Mitarbeiterdatenschutz und Unview dann entsprechend vorstellen. Ja, hallo auch nochmal von mir aus London. Wir sind ja als Axia ja sehr stark verteilt in ganz Deutschland und auch hier in der UK. Ganz kurz, Axia, falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind seit 2012 in der Atlassian-Geschichte unterwegs. Wir waren früher die Adaptavist Germany, haben die Adaptavist Germany aus der Adaptavist-Gruppe rausgekauft und sind jetzt als Axia unterwegs. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Private Cloud im Atlassian, Grape und MetaMost-Ökosystem und bieten entsprechende Lösungen an. Also entsprechend haben wir, wie Heiko das auch gleich erklären wird, Apps entwickelt, die das Arbeiten mit Atlassian einfacher machen und auch das Arbeiten mit Atlassian in der Private Cloud einfacher machen und auch intelligente Lösungen anbieten. Also wir unterscheiden uns da von anderen Partnern auch in der Hinsicht, dass wir Microservices anbieten. Das sind also diese Services, die wir heute jetzt nicht erklären, aber das sind auch Services, die nativ in der Cloud arbeiten und dann entsprechend Daten auch an Jira oder Confluence weiterleiten und dann dort entsprechende Prozesse auslösen. Also da haben wir einige Services im Angebot. Wir arbeiten da mit Partnerorganisationen zusammen. Wir haben einige Alliances mit Firmen, die uns dann auch, wie gesagt, die Sache so ein bisschen vereinfachen und uns helfen, beziehungsweise wir deren Lösung übernehmen und dann nativ in unsere Cloud stecken. Also da sind wir anders aufgestellt, wie gesagt, hauptsächlich Private Cloud, im Gegensatz zur Public Cloud wie AWS. Das ist für unsere deutschen und auch englischen teilweise auch, wir haben auch Kunden in den USA, die Private Cloud der Public Cloud bevorzugen. Und wie gesagt, da sind wir zumindest im Atlassian-Ökosystem einzigartig. Ja, ich denke mal, das wäre es für uns. Wie gesagt, wir sind in Deutschland unterwegs, USA und UK. Aber hauptsächlich 60% unseres Geschäftes ist in Deutschland. Ja, ich denke mal, das wäre es. Falls ihr Fragen habt, wie Jörg der Wange dort hat, könnt ihr das ruhig in der QA schon mal erwähnen. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere schon mal erklären. Und Heiko wird jetzt kurz unsere Apps, die am Marketplace zur Verfügung stehen, vorstellen, aber ganz kurz nur, aber dann hauptsächlich in die Anbieter-Geschichte geht und die App Anbieter zeigt. Genau, sieht man meinen Screen jetzt? Ja. Gut, wunderbar, dann gehe ich mal einen zurück. Kurz zum Inhalt, also über Axia haben wir schon gesprochen, da gehen wir noch kurz auf mich und auf den
Volker ein, dann Hintergründe, Mitarbeiter, Datenschutz. Dann gucken wir uns in die Jira-Zeiterfassung und Time-Tracking-Aktivitäten rein, wie sie ohne Unview sind und wo da die Herausforderungen liegen. Dann gucken wir uns an, wie das Ganze mit Unview entsprechend verbessert bzw. gelöst werden kann. Und am Ende können wir dann gemeinsam Fragen beantworten. Ganz kurz zu mir. Ich bin seit 15 Jahren mit Atlassian-Aktivitäten unterwegs, bin eigentlich gelernter Ingenieur und habe bei Vodafone vorher sämtliche Management-Positionen ausprobiert bzw. belegt, die eigentlich so denkbar sind und mache momentan den Job, den ich am liebsten mache, nämlich das gesamte Axia-App-Geschäft zu verantworten. Das beinhaltet Product-Owner-Rolle, gleichzeitig mit Senior-Consulting, aber eben auch der Full-Stack-App-Entwicklung. Volker, kurz zu dir. Ja, die Hälfte habe ich ja schon erzählt. Ja, seit 20 Jahren in IT tätig in Deutschland, bei Thyssen und Ford gearbeitet. Wie gesagt, die Adaptiv ist damals in 2011 übernommen von den ursprünglichen Foundern, aufgebaut entsprechend in Deutschland und in den USA. Und wie gesagt, dann 2016 die Deutscher Adapter ist übernommen und das ist jetzt unser Axia. Und wie gesagt, wir sind jetzt auch in den UK und in den USA tätig. Ja, das ist so über mich. Und wie gesagt, ich sitze hier in London, Alko ist in Berlin, wir haben Leute in Düsseldorf und in München, also wir sind breit aufgestellt. Danke dir. Wir haben uns bei Axia vorgenommen, ursprünglich oder vorwiegend Apps zu bauen, die Probleme lösen, die der Kunde hat, indem Features von Atlassian beim Kunden nicht so richtig ankommen, beziehungsweise der Kunde hätte gerne bestimmte Dinge anders. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, diese Dinge dann entsprechend zu lösen, wenn sie seit längerer Zeit, wie zum Beispiel standardmäßig 6 bis 10 Jahren von Atlassian, nicht angegangen werden. Dazu gehören Applikationen bzw. Apps für Service Desk, gleichermaßen wie eben Unview und dann haben wir einen Webbooster, mit dem kann man die Geschwindigkeit der Übertragung etwas verbessern, wenn man hinterm Reverse-Proxy ohne gzip-Compression ist und so weiter. Es gibt also eine Fülle von Apps, die sozusagen genau diesen Anspruch erfüllen, Dinge besser zu machen als Atlassian. Nicht, weil Atlassian es nicht kann, sondern weil entsprechend es halt nicht weiter verfolgt wird, obwohl es ja zu den meisten Themen dann eben auch Tickets gibt. Da komme ich gleich, um die Frage vorwegzunehmen, auf die Frage vom Jörg wahrscheinlich hinterher. Unsere Apps sind momentan nur Server und Data Center, beziehungsweise die meisten nur Server, einige wenige auch für Data Center. Das liegt einfach daran, dass unsere Apps bestehende Funktionalität verändern und aufgrund von Security-Richtlinien beziehungsweise Limitations in Atlassian Cloud kann ich im Grunde genommen diese Apps Stand heute nicht in der Cloud anbieten, weil sie gar nicht realisierbar sind, weil die APIs das entsprechend nicht unterstützen. So, nur zur Klarstellung. Ich bin kein Anwalt, werde auch nie einer sein, obwohl ich gerne klugscheiße, aber ich habe mich auf die Softwareentwicklung und dieses Umfeld konzentriert. Das heißt, was wir hier besprechen, ist kein Rat im rechtlichen Sinne, sondern ausschließlich unsere Sichtweise. So, jetzt geht es um Mitarbeiterdatenschutz, ein schön langes Wort. Bei der Einführung von Jira, gerade in größeren Unternehmen, ist Mitarbeiterdatenschutz ja schon immer ein Thema gewesen. Aber momentan gibt es dank der DSGVO so eine Welle, auf der wir quasi mit Unview mitreiten können. Das heißt also, generell ist die Bedeutung von Unview nicht durch die DSGVO gestiegen oder bedingt, aber ist letztendlich das Thema ist einfach aktueller und geworden und besitzt höhere Priorität. Und da sind wir im Grunde genommen dabei, das entsprechend zu nutzen. Mitarbeiterdatenschutz ist bis heute nicht zentral geregelt. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Gesetze, wie zum Beispiel die DSGVO, das Bundesdatenschutzgesetz, Betriebsverfassungsgesetz und Telemediengesetz. Heute fokussieren wir uns mal hier auf diesen schönen Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 6 vom Betriebsverfassungsgesetz. Danach besitzt der Betriebsrat bei der Einführung einer IT-Lösung ein Mitspracherecht, solange die Arbeitnehmer durch die Einführung betroffen sind. Gerade bei der Einführung von Systemen, die zur Arbeitszeiterfassung generell geeignet sind, ist das natürlich dann ein relevantes Thema. Grundsätzlich kann leider oder allerdings jedes IT-System, das irgendwo von Mitarbeitern eingesetzt wird, natürlich auch benutzt werden, um die Leistungskontrolle zu erreichen bzw. die Leistung nachzuverfolgen. Jetzt geht es also im Grunde genommen darum, weil
um zum Beispiel Jira zu betreiben, das geht ja gar nicht anders. Alleine schon Logdaten beinhalten ja persönliche Daten. Deshalb muss man im Grunde genommen mit dem Betriebsrat zusammen über Betriebsvereinbarungen sicherstellen, dass bestimmte Informationen oder Daten einfach eben nicht zur Leistungskontrolle verwendet werden. Und wenn die Daten vorhanden sind, dann muss der Zugang entsprechend über Berechtigungen geregelt werden, sodass also wirklich nur autorisierte Nutzer bestimmte Informationen sehen dürfen. Jetzt stellt sich die Frage der Grenze zwischen Leistungskontrolle und Leistungserfassung. Und das ist im Grunde genommen tatsächlich Verhandlungssache letztendlich. Im Verhandlungspoker ist es immer gut, ein Argument im Ärmel zu haben oder ein Ass. Und gerade in Unternehmen, die in der Vergangenheit in den Medien nicht unbedingt so bekannt waren für Rücksicht auf ihre Arbeitnehmerinteressen, die setzen häufig Unview ein. Das heißt also im Grunde genommen, Unview hilft nicht nur technisch ein Problem zu lösen, sondern dient auch als Ass im Ärmel im Vertragspoker, dass letztendlich der Arbeitgeber dem Betriebsrat was entgegenbringen kann bzw. anbieten kann, um dann sozusagen eine Einigung zu erzielen. Wenn wir jetzt die Zeiterfassung in Jira oder auch Time-Tracking uns angucken, dann gibt es eigentlich zwei interessante Beispiele. Das eine Beispiel ist Urlaub. Theoretisch könnte jetzt jeder Mitarbeiter in Jira ein eigenes Urlaubsticket haben, dann wäre das Ganze überhaupt kein Problem und kein anderer würde irgendwas sehen. Vorausgesetzt, entsprechend in Jira sind die Issue Security Level konfiguriert und administriert, aber theoretisch ist diese Funktion in Jira verfügbar. Ein anderes Problem stellt sich zum Beispiel bei der Projektarbeit, wenn mehrere Mitarbeiter gleichzeitig am Ticket arbeiten und Arbeit protokollieren. Und dann eventuell auch noch der Kunde mit auf dem Ticket drauf ist, beziehungsweise dies einsehen kann. Gibt es in Jira keine Möglichkeit, granular die Sichtbarkeit von zum Beispiel Worklogs, also Arbeitszeiten und auch Estimates und so weiter zu steuern. Standardmäßig werden in Jira an relativ vielen Stellen eindeutig zuordnbare Informationen zur Leistung der Mitarbeiter angezeigt, beziehungsweise auch eben Informationen zur Arbeit. Die geleistete Arbeit oder die Worklogs werden im Arbeitsprotokoll des Issue-Tab-Panels gezeigt. Geleistete Arbeit ist in der Vorgangshistorie sichtbar. In sämtlichen Activity-Streams kann man, wenn die User auf das gleiche Ticket loggen, sehen, was die anderen wann, woran, wie lange gearbeitet haben. Und das ist letztendlich unser Ziel, das Ganze entsprechend später mit der App Unview zu lösen. Aber auch Schätzungen und Estimates für Aufwände bzw. beim Time-Tracking sollen eben, gerade wenn zum Beispiel eben Kunden mit auf dem System sind, nicht für den Kunden sichtbar sein. So, ich habe jetzt hier einfach mal ein Demo-Ticket. Es gibt in unserer Demo ein paar User, Danny, Mandy und Tobi, die arbeiten gemeinsam an Aufgaben für die Inhibitor GmbH. So, und standardmäßig ohne Unview würde man also sehen, die Mandy hat gearbeitet, einen Tag gelockt und Tobi hat Arbeit gelockt und so weiter. Und das ist natürlich, ich bin jetzt hier als Admin drin, aber die anderen würden das also alles entsprechend genauso sehen. Und dann haben wir auch noch die Time-Tracking-Aktivitäten. Ich kann das auch mal hier highlighten. Das heißt also, dieses sind Informationen, die im Grunde genommen an der Stelle auftauchen, dann hier in der Issue-History auftauchen. Da sieht man auch wieder die Daten. Dann haben wir noch den Activity Stream, da tauchen sie auch auf. Und wenn ich auf All gehe, tauchen sie erst recht auf. So, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf den normalen Activity Stream gehe, jetzt im Dashboard, habe ich die nächste Stelle, an der es auftaucht, nämlich hier. Und zusätzlich, wenn ich zum Beispiel nochmal ins Ticket gehe und jetzt auf das Projekt, habe ich auch hier wieder die Daten. Also es gibt eine Fülle von Stellen, wo es einfach sinnvoll ist, die entsprechend zu filtern. So, jetzt kommen wir zu Unview. Im Grunde genommen, die App gibt es seit 2017 und wurde von einem großes Mobilfunkunternehmen ursprünglich mal erdacht. Ist dann zum Glück auch im Marketplace gelandet und später Data Center compliant bzw. zertifiziert worden. Wird einfach aus dem Marketplace installiert. Man muss nichts irgendwie serverseitig ändern oder die Instance runterfahren oder so, sondern es geht alles einfach als Add-on. Es erfordert minimalen Konfigurationsaufwand. Wir haben Projektrollenunterstützung.
als es eingeführt wurde, waren die Projektrollen in Jira auch noch gar nicht so weit vorangeschritten oder verbreitet. Es hat sich also stetig weiterentwickelt. Unview arbeitet zum Großteil serverseitig. Ein paar Aktivitäten sind frontendseitig zusätzlich realisiert, einfach auch um eine bessere User Experience zu erreichen. Aber letztendlich sorgt das Backend dafür, dass die relevanten Informationen dann entsprechend rausgefiltert werden. Letztendlich wird also quasi ein zusätzliches Berechtigungskonzept durch Unview realisiert. Unview ist eine branchenunabhängige Lösung. Ein paar unserer Kunden oder viele unserer Kunden sind große Möbelhäuser, Supermarktketten, die nicht Lidl heißen, Versicherungsunternehmen, Softwarehersteller oder auch Telekommunikationsunternehmen. Jetzt kommen wir mal kurz auf die Unview-Berechtigung, die wir sozusagen zusätzlich implementieren. Benutzer ohne zusätzliche Berechtigung sehen nur ihre eigenen Worklogs und keine Time-Tracking-Details oder Estimates. Mitglieder ausgewählter Gruppen können alle Worklogs systemweit sehen. Und in den einzelnen Projektrollen kann man aktivieren, dass der Project Lead alle Einträge eines Projektes sehen kann, alle Worklog-Einträge. Man kann über eine Worklog-Viewer-Role bestimmten Leuten die Rechte zuweisen. Und es gibt eine Estimates-Viewer-Role, die sozusagen dafür sorgt, dass das Time-Tracking-Panel für bestimmte Leute sichtbar ist und für andere eben nicht. Zusätzlich haben wir Reports und Exports serverseitig geblockt. Die sind auch abhängig von der Worklog-Viewer Group bzw. Estimates-Viewer Group, je nachdem. In dem Fall ist es die Worklog-Viewer Group. Ich habe hier zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, dass ich die Time-Tracking-Reports nicht mehr erstellen kann für bestimmte User, die nicht die nötigen Berechtigungen haben. Issue-Details können normalerweise auch exportiert werden. Das ist auch geblockt. Und zusätzlich wird der REST-API komplett gefiltert mit unserem, keine DNA-Schere, sondern eine REST-Schere, die entsprechend zuverlässig die Daten aus den REST-Responses vom API rausfiltert oder rauszieht. Das heißt, die Issue-Daten werden zuverlässig gefiltert und die Jira Server Mobile App, die ja für Android und iPhone verfügbar ist, funktioniert auch entsprechend, weil der REST-API ja sozusagen die Basis für die Schnittstelle oder für die Kommunikation zwischen der App und dem Server ist. Dann kommen wir mal kurz zu den Unview-Einstellungen. Ich muss das jetzt erstmal enablen, sonst hätte ich den Status ist ohne App nicht zeigen können. So, dann gucken wir doch mal in die Einstellungen rein. Wir haben hier Unview for Jira Anonymization Settings. Und hier sieht man halt diese Einstellungsmöglichkeiten. Wir können also, wie gesagt, die Worklog Viewer Group konfigurieren. Kann ich beliebig viele Gruppen angeben, die entsprechend dann komplett die Worklogs alle sehen dürfen, systemweit. Ich kann die Rollen festlegen aus dem Projekt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel definiert, dass die Worklog-Viewer-Rolle für die Administratoren vorgesehen ist und die Estimates-Viewer-Rolle, also die Leute, die die Estimates und das Time-Tracking sehen dürfen, ist für die Developer-Role vorgesehen. Man kann auch hier beliebig viele Rollen auswählen. So, dann kann ich hier enablen, ob der Project Lead entsprechend, weil der Project Lead ist zwar eigentlich auch eine Rolle, aber in Jira natürlich ja nicht bei den normalen Rollen zu finden, deshalb wird er extra behandelt. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit für den Project Lead entsprechend das auch zu enablen, dass der dann die entsprechenden Worklogs für sein Projekt sieht. Wir können einen Text angeben, der eingeblendet wird statt dem Original-Worklog-Eintrag. Das sehen wir gleich, wenn wir dann in die Live-Demo gehen. Wir können auch sagen, dass der Eintrag komplett ausgeblendet werden soll. Das geht allerdings nicht bei den Streams. Da kommt dann trotzdem der Hidden Text. Wir können das defaultmäßig wird der Restfilter tatsächlich mitgefiltert. Den kann man auch disablen. Das ist aus Compatibility-Gründen. Zur älteren Version haben wir das eingebaut und zwar invers, also dass man ihn disablen kann, dass er standardmäßig enabled ist. Dann gibt es noch eine Option, einen Special Character Bug zu fixen. Das liegt daran, dass das Atlassian in einer bestimmten Jira-Version das XML nicht richtig escaped. Gerade die deutschen Umlaute würden sonst Probleme machen. Und hier kann man den Exportblocker an- und ausstellen. Das sind die Einstellungen. Wir haben ja gesagt, wir haben die User Danny, Tobi und so weiter. Mandy ist auch noch dabei. Kleinen Moment, ich muss mal gerade hier neu laden. So.
Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel schon im Activity Stream, wir haben jetzt einfach Unview aktiviert und konfiguriert. Wir sehen also schon, hier gibt es Einträge, die sind hidden. Ich bin als Tobi drin und sehe nur, was der Tobi gemacht hat. Alles andere ist versteckt. Und wenn wir jetzt in das Issue reingehen. Der Tobi hat übrigens diese Developer-Rolle, deshalb sehen wir das Time-Tracking-Panel. Wir können das auch gleich noch wieder rausnehmen. Aus Performance-Gründen wird hier durch unsere App immer das Comments als Default gesetzt und nicht, nicht der Activity-Stream. Das ist einfach so, wenn die Activity jedes Mal gefiltert werden würde, wäre das ein leichter Performance-Impact, da das Filtern der Activity tatsächlich textbasiert erfolgt, während diese anderen Panel von uns komplett nachgebaut wurden und eben backendmäßig tatsächlich original nur das liefern, was wir entsprechend erwarten und ansonsten alles rausfiltern. Das heißt, ich habe jetzt hier die Worklog-Sachen und sehe eben nur noch den Tobi. In der History sehe ich auch, dass das alles versteckt ist. Und im Activity-Stream, welches ja de facto wieder der Stream ist, den ich auch im Dashboard sehe, sehe ich auch wieder die versteckten Einträge. Wenn ich jetzt das, ich bleibe jetzt mal kurz auf dem Screen, ich wechsle nochmal hier bei mir und stelle in den Einstellungen kurz die Developer-Rolle aus. So, die ist jetzt deaktiviert und wir machen hier einen Reload. Jetzt müsste das Time-Tracking ist dann verschwunden. Das heißt, ich kann alles absolut granular steuern. Das sind so die wesentlichen Areas hier, die wir eben entsprechend im Fokus haben. Es gibt jetzt noch zusätzlich welche, da muss ich mal wieder in meine Präsentation reingehen, und zwar die App. Bei der App ist es ja so, es gibt eine Jira Mobile App. Und wie gesagt, wir hatten ja schon besprochen, dass die eben über REST-Filter arbeitet, über REST-Services arbeitet. Und die Frage ist, funktioniert die denn? Ich habe jetzt gerade eben die Einstellung geändert fürs Time-Tracking, damit die App richtig die Möglichkeit überhaupt bietet, die eigenen Einträge anzuzeigen, muss dafür der Estimates-Viewer für denjenigen gesetzt sein. Das liegt daran, wie die App gebaut ist, weil sonst ansonsten das Fenster gar nicht eingeblendet ist. Das halte ich aber nicht für eine große Limitation. So, und wenn wir jetzt in die App reingehen, dann sehe ich also quasi hier als Ergebnis, ich muss mal einmal kurz zurück. Auch die App ist als Tobi drin. Und wir sehen im Time-Tracking, dass es eben nur, kleinen Moment, ich habe zu weit gescrollt, dass es eben nur Einträge von Tobi an der Stelle gibt und alles andere genau zuverlässig ausgeblendet ist. Das heißt also, selbst die App wird entsprechend supported. Was allerdings nicht supported ist, es gibt noch eine Windows-App für Jira, wie ich neulich lernen durfte. Die funktioniert aber irgendwie ziemlich strange und es stand heute nicht unterstützt. So, das war eigentlich jetzt der Überblick. Und gibt es jetzt Fragen oder Anregungen oder irgendwas, was ich vergessen habe? I have a question. So does that app also hide the filtering from JQL? Because I know that some apps had that issue that if you put the text in JQL, it will still find the entries. No, it's filtering. The JQL, in fact, returns REST JSON. Okay. This is completely filtered with the JSON share with the scissor. I took the term from DNA share or DNA scissor. Okay, I see. Yeah, so if you put the text in like the custom fields, because sometimes it takes also from indexing, right? So can you present that or? What present? Like put the custom field and the value of that custom field in JQL in the person that should have that hidden. So it should not give back the tickets that contain that value, correct? Custom, but the for example, talking... you have a number field or select field, and put that field and that value inside JQL. So, and the question is if it will return the tickets. It will return any tickets. The JQL is not affected by the only the worklogs are filtered out and the estimates.
Okay, so it will still theoretically you people that should not see the values will find the tickets that have that value. So it means that they will know which tickets has that value, correct? Even if it's hidden for them inside ticket. Yes, but then you would need to search for a work for a work log value. Yeah, for example, yeah. And you only can search for whether work has been locked. Yeah, but if it will return the tickets with that value, it means that tickets has that value even if it's hidden. I mean, like, that's the question, because I tried some of the others that doing something similar and it was not working properly. So that's why I'm raising this question. If what is it? What is the JQL you are talking about? Issue search. Yeah, what is the current JQL you are talking about? So any kind of JQL with the values that should be hidden and should not return any tickets. But the tickets are returned, only the content is missing. And we are not talking about custom fields from the user. We are talking about time tracking fields for sure, which are custom fields, but which are not used as custom fields by the user. Yeah, so, but time tracking of locked time can also be searched, right? You can search it, but you won't get a result. Okay. Okay. You won't get a result. Okay. That was my question. You will find the issues, but everything is cutted out in the REST services. Mm-hmm. I see. And the panels are completely rebuilt from the backend side. Okay. Cool. So if, for example, I will put another user and time locked, it will not return the ticket. Correct. It will return the tickets, but it will not show the logs. Okay. Okay, I see. That's why I call it scissor. At the end, the Unview app filters or cuts out all relevant information from the backend. Yeah, yeah. When it's responding to your browser, so you won't be able to see any details in the source for HTML or from your browser. Mm-hmm. But it's an additional layer at the end. Yeah. So yeah. Because that was the question of my business units about like security. Yeah. Because they can search if somebody else locked the tickets and find the tickets that, for example, I was putting. You will give me anonymous access or as a user that external, and I can search as external for tickets that you locked in, for example, 2 hours, because it was not visible in ticket, but you could search as time that you worked. So for example, putting that, show me all tickets that Heiko search logged in the Jira, and it was returning the tickets. And if you click inside the tickets, you don't see that, but you can assume that if the tickets showing you all the 2 hours logged, you see. So it's a logic that it's inside, but you don't see that. So you can like match that information. You know what I mean? Yeah, I see it. But even if it's hidden, if the details are hidden, you see the log. You see at least that there has been a log. So it's not really different. I see. But it's important that you don't see the comments, for example, and the values. But if you search for comments and put the text and finding like that text was comment was added by that user, and you try with like each time asking for one word and finding all the words, correct? Is it possible? If you have the time, but then you can. Yeah, then it's, you can then make it's a easier, bot, right? But then it's yeah, but then you it's easier to make a bot to log in as administrator. No, because it's security, so it's authentication and authorization. Yeah, that was the case that we had inside eBay. Yeah, so you can make a bot with asking for all the directory names and combining that together. So you use like 1,000 words and finding all the tickets that with the comments added by the user that you should not see, and you can combine the sentence out of it. And you must be logged in. Yeah. As a external, right? Yeah, that's really strange. Yeah, I know. That's what that case we had. Yeah. So it's just hiding the view, but not hiding the content, and that was why our legal department was. Not approving the another app.
That was the case, right? Because it's just hiding the view node, the content inside the database or index for external. That's why we were not allowed to enable it for external our instance because of that. But it's not only related to time tracking, it's more related to the whole issue. Yeah, exactly, to all issue. Yeah, I'm talking, the time tracking is just one of part. Yeah, yeah, that was the case, yeah, I see. Okay, thanks for explaining. Sorry that it was too long and complicated, thank you. But we are still looking for solution that can really hide the content from external, not just hiding the visibility of the content. That was the problem that we tried to solve and we didn't find the solution for that. This could be a very interesting solution. But on the other hand, in this case, you could use the issue security, issue level security. Correct. Yes, issue level security, right. But then you still don't see whole ticket. But if you want to see the part of the tickets, like with your app, right? Then you won't see anything. Yeah, yeah, exactly. If you use issue security. See like with Unview, right? That part of the ticket. Yeah, that's correct. Yeah, just throwing the business case we had in the past inside eBay, right? If you like, you can send me your specification and we will think about it. Sure. But as soon as Jira Cloud, Atlassian Cloud is the only one as well. Yeah, with Atlassian Cloud, you don't have anything from modifying the view or something. Exactly. Right? So it's everything iframe, that's it. Exactly. Yeah, Jörg, do you see that I'm already handing over? Handing over what? I have a question. So I understand it correctly. You are not the data is still there. It's just not visible. The data is still in the database. Yes. Okay. For sure. That means that means in addition to that all the reports that I get, like burn down charts are not based on time normally, but all the reports that are basically accumulated time, which would not fall under Betriebsverfassungsgesetz, because there's no individual time in there. And these still work? So total time in project spent? Any report would work. That's the reason why we added the report blocker for the time tracking report. Okay. So, but I can still create accumulated reports that do not contain individual data, but I don't see the individual data. Yeah, the reports I can show you if you like. Just a second. I need to go back to my instance. Okay, so if we go to the stop reports, then you see the time tracking report is missing. And it's even, it's not only missing, that's just for better user experience. Each report owns an own URL and the URL is blocked from the backend based on the report name. So we can block any report if required. But you can make it visible if it's just containing, say. Even if it would be shown, you could not click it. After you try to configure, you get a 403, I think. But for a manager who wants to see the report, we can give the manager access to it. Yeah? The manager just needs the Worklog Viewer group access, membership or role. Okay. Yeah. But in general, if there are any additional reports which needs to be blocked, we can easily edit. Noted, yeah. And the question was, is because the issue that most unions have is user-specific data. That's what's in the law. Yeah. But if it's accumulated and you do not see the user-specific data anymore, then that's okay. You can do that. Yeah, same with the export. The export is blocked for dedicated users. Okay. So, but I can, if I have, kurz mal wieder auf Deutsch, weil das alles Deutsch ist.
Aber wenn ich eine entsprechende Betriebsvereinbarung habe, dass bestimmte Nutzergruppen, wo der Betriebsrat Zugriff drauf hat und solche Geschichten, genau. Wo separate Logs geschrieben werden für diese Zugriffe, da kann ich das dann alles generieren. Also letztendlich ist es tatsächlich Verhandlungssache. Das, sagen wir mal so, die Lösung ist so, soweit uns bekannt ist, die am umfassendsten im Markt ist, aber eine absolute 100%-Lösung wird es an der Stelle nicht geben, im Sinne von, dass der Betriebsrat hundertprozentig auf Anhieb sagt zum Arbeitgeber, ey, die Lösung ist geil, die müssen wir einführen. Das wird nie passieren. Das ist immer Verhandlungssache. Interessant ist eben gerade, dass, wie gesagt, Unternehmen, die eigentlich nicht so dafür bekannt sind, also ihre Mitarbeiterinteressen zu berücksichtigen, dass die gerade das einsetzen. Nee, gut, okay. Aber das heißt, ich habe alle Freiheiten praktisch für dedizierte Benutzergruppen, die Daten wieder sichtbar zu machen. Sie sind nur unsichtbar, aber nicht weg. Genau, aber eben backendseitig. Ja, und das mit der App ist sozusagen unsere neueste Aktion gewesen, weil neulich rief ein Kunde an und dessen Kunden hatten Informationen, die sie eigentlich nicht haben durften durch den Einsatz von Anjo. Und dann ist aufgefallen, dass die diese App benutzen, die sonst keiner kannte. Und deshalb haben wir das innerhalb von 1,5 Tagen implementiert. Frage, geht das auch für Confluence? Bisher nicht. Wenn ihr im Confluence teilweise auch Seiten erfasst über die Änderung, da Zeiten erfasst über die Änderung von Seiten und sowas, da werden ja teilweise auch Zeitlogs fahren, die dann auch sichtbar sind. Das können wir theoretisch machen, haben wir noch nicht drüber nachgedacht, aber der Mechanismus sollte nicht großartig anders sein. Also bei Jira ist es so, die Panels haben wir nachgebaut bzw. extended. Und der Activity Stream, der wird tatsächlich textuell gefiltert, aber sprachunabhängig über die I18N Internationalisierung kann ich natürlich auch sprachunabhängig filtern. Okay. Das war eine gewisse Challenge, aber im Grunde haben wir eigentlich alle sozusagen überall Möglichkeiten, entsprechend da anzusetzen. Und vielen Dank. Danke dir, Jörg. Walter und Heiko für den. Danke, Jörg. Danke. Das war sehr interessant. Das war mal was ganz anderes. Über die meisten Leute über DSGVO reden und den Rest immer vergessen. Die meisten Leute, die über DSGVO reden, haben das, was vorher war, die letzten 20 Jahre ignoriert. Es ist ganz gut, mal ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken. Gerne, danke euch. Und ja, bis demnächst hoffentlich wieder bei einem Bier irgendwo in der Realität außerhalb der Sperrzone. Schönen Abend. Probably in 2 years. Ich meine, vielleicht in 2 Jahren oder wie? In dem Sinne, Wasser aus dem Glas, aus dem Bierglas. Bleibt gesund. Ciao.